Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Ultimate Team mit mir, und heute haben wir über Skype einen besonderen Gast dabei. Du darfst auch Hallo sagen. Dann nicht. Auf jeden Fall ist es der Tobi. Okay, er will immer noch kein Hallo sagen. Und ja, dann wollte ich jetzt einfach mal eine Runde Ultimate Team aufnehmen. Okay, Tobi, sag kein Hallo. Jetzt mögen dich die nicht mehr. Okay, das reicht. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch erstmal meine Mannschaft zeigen hier. Und da muss ich auch... Tom ist ein Noob! Das war Tobi. Und da muss ich erstmal vor allem... Wie heißt er hier gleich? Paul HD Gamer. Dankeschön. Guck mal, der kann sich das noch nicht mal merken. Der schätzt dich gar nicht. Ja? Danken für... Schenk dem lieber 20 Euro, dann ist er glücklich. Ja. Für Arjen Ruben, für Bastian Schweinsteiger und für Manuel Neuer. Die hat er mir einfach mal so geschenkt. Einfach so irgendwie cool. Ja, hasst dich. Und er fand einfach, dass du zu schlecht bist. Ja, er fand, dass ich zu schlecht bin und dachte sich, oh, der braucht mal eine bessere Mannschaft. Alter, so geht das ja nicht mehr. Und ja, deswegen spielen wir jetzt einfach mal Online-Saison mit der geilen Mannschaft hier und gucken, was wir da reißen können. Übrigens 85er Bewertung. Wenn ich mir jetzt hier noch den Reus hole, dann habe ich im Angriff noch nicht mal meine 84er, dann habe ich im Angriff eine 86er Bewertung, glaube ich, oder eine 87er oder so. Und den Lewandowski natürlich. Und ich spiele nebenbei Blitz Survival Games. Genau. Wollte ich nochmal so erwähnen. Und ich finde gerade keinen Gegner. Ah doch, jetzt habe ich einen. Fortuna, Alter, der kommt aus Deutschland. Okay. Der hat eine 71er Mannschaft, willst du mich verarschen? Der hat eine Silbermannschaft, der hat eine Fortuna Mannschaft. Mit Bolli, mit dem 97 Pace, Hurenvieh, Alter, ja genau. Ja, jetzt spiele ich gegen den 97 Tempo. Bis jetzt ist das Mann. Eine durchaus zufriedenstellende Saison. Ja, geil. Für Sie. Angesichts der bisherigen Leistung denke ich, dass... Lol, ich kämpfe gerade gegen ein Dreierteam und gewinnen. Komm schon, das ist nicht deren Ernst. Alter! Wie soll ich denn da mit meinem Robben vorbeikommen? Den muss ich richtig geil ausspielen. Ja, da kommt was auf. Okay, da haben wir erstmal den Ball mit Robben, also mit Bolli von Robben. Das muss einen Freistoß. Was? Geben. Sonst gibt's hier die lustigen. Ja, genau, gib dem Robben die gelbe Karte. Für was denn? Nicht an der langen Leine. Er zeigt sofort gelb. Und er gibt sofort die Richtung vor. Oh mein Gott, ey. Diese scheiß Schiris, ey. Lol. Boah, Junge, jetzt ist er am Pace mit seinem Bolli. Wetten. Oh nein. Kollege. Dieser scheiß Santana ist schon wieder nicht dran gegangen, aber ich habe ja neuer. Also jetzt Santana ist in Wirklichkeit richtig geil, Leute. Also richtig schön schnell. Und Alaba macht da nur Scheiße gegen Düsseldorf-Spieler Alaba. Oh. Boah, und Bolli, ey. Oh. Die haben einen Bogen. Das ist... Oh. Kann es sein, dass die alle irgendwie 90 Pace haben? Und das Ende vom Lied in dieser Situation... Geht doch eigentlich ein Tor. Ja. Ins Ausgespielt. Guck mal, ich bin euch Pace ist leider das, was am schwersten so... Alter. Nein, ich hab keinen Bogen. Und jetzt kommen wieder die overpowered Corners hier. Nein, mir folgt nämlich nur einer. Zack. Aber diesmal ist Santana da und Robben haut ihn genau vor den Stürmer, aber Dante ist da und Schweinsteiger. Und jetzt Götze. Mario Götze. Ja! Ich hab wieder einen. Ja. Und jetzt Elia. Ey! Jetzt mal ich hier am Pacen. Und da sehe ich Hüttelaut hinter dem Tor. Mit einem Flugkopfball. In der 13. Minute. Ja, kaum leite ich mal einen Angriff ein, zack, Tor. Ja, klar. Das ist ein Traumtor und das musst du erstmal. Bitch. Ja, aber wieso schlägt er jetzt mich? Der soll doch den anderen töten. LOL. So, jetzt will ich euch aber mal rumzeigen hier mit seinem Ultimate, keine Ahnung, 90 Longshots. Mit dem kann man fast von, keine Ahnung, wo abziehen und der geht immer rein. Also zumindest aufs Tor. Warum lassen... Ja, ist gut. Der Schiedsrichterassistent. Hast du jetzt mit mir geredet? Nein, mit dem Flo. Achso. Der ist nämlich auch noch dabei als Ultimate-Gast. Und er versucht. Ja, tschüss.
Vollkommen ungefährlich, so. Dieser Schuss. Okay, die overpowered Ecken kann er nicht richtig nutzen, so wie es aussieht. So, ich höre dann jetzt auch mal gleich auf. Oder ja, das kannst du machen. Dann wünsche ich euch noch viel. Tobi, bitte leg jetzt noch nicht auf. Warte. Okay. Jetzt kannst du auflegen, wenn du willst. Nö, weil ich hab Pause gemacht. Ja, ich lege gleich auf, warte. Ja, dann sag aber vorher an, ne? Dann kann ich Pause machen. Ja. Weil das wäre ziemlich ärgerlich, wenn ich mitten in der Verteidigung oder so bin und du dann auf einmal so denkst, trollololol. Und der Ball geht jetzt aus, es wird Abstoß geben. Okay. Robin. Okay, das nenne ich jetzt echt asozial, da zwei Blazes. Das gibt es nicht, dieser Schmidtgeil, Alter. So ein irgendein Silberspieler macht dem Robben richtig Probleme. Der kommt ja selbst mit seinem 92 Tempo einfach nicht durch. Alter, ich mach dir mehr Schaden. Diese Flanke findet keine. Pisscheck, willst? Wollt ihr mich denn verarschen? Nein. Okay, dann höre ich jetzt auf, ne? Okay, jetzt kannst tschüss. Du. Tschüss. Und tschüss. Mach, los. Okay, das war's. Wir wurden gar nicht minimiert hier. Ja, jetzt können wir endlich mal hier wieder in gewohnter Atmosphäre weiterspielen. Okay. Ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener. Obwohl ich mich wahrscheinlich gleich richtig aufregen werde, wenn der da weiter so durchpaced. Guckt euch mal bitte meine Abwehr an, wie die sich auf einen Fleck zieht und dann der Santana macht da irgendeine Scheiße. Gegen meine fucking 85er Mannschaft mit den scheiß Silberspielern hier. Und ich will euch mal Robben zeigen. Aber Kenia, Alter. Und Schmidtgeil. Kenia und Schmidtgeil. Und ja, jetzt kam der Innenverteidiger, weil ich da dumm in die Mitte gezogen habe. So, jetzt. Nein, der sollte doch auf Robben. Kenia. Mich kriege ich gerade alles schon wieder auf. Gerade haben wir eine spannende Folge Minecraft aufgenommen. Elia Tor! Yes! Elia schon eine Torvorbereitung und schon ein Tor. So muss man das doch verwandeln. Der Torwart will ins lange Eck und Elia schießt ins kurze. Guckt's euch an, guckt's euch an. Götze wieder traumhaft. Und dann, zack. Easy peasy. Keine Chance für den komischen Fortuna-Torwart. Wie kann man sich denn eine Fortuna-Düsseldorf-Mannschaft machen? Der beste Spieler von denen, also jetzt nicht von den Werten, sondern vom allgemeinen ist Body, weil er eben 97 Tempo hat und dann einfach mal wegrennt. Und jetzt Robben. Bam, Robben, Skill, Robben, Tor. So einfach ist das, Leute, mit dem Robben. Aus jeder Position, zack. Robben ist einfach so geil. Danke an dich, Paul. Ich schätze mal, so heißt du. Paul HD Gamer. Auf jeden Fall richtig korrekt von dir. Schweinsteiger hat jetzt hier gerade Scheiße gebaut, aber auch richtig guter Spieler natürlich. Ohoho. Und kann offensiv viel, macht aber auch defensiv richtig gut mit Schweinsteiger. Also gefallen mir richtig gut die Spieler. Neuer auch. Ich meine, Adler hätte es auch getan, aber Neuer ist natürlich nochmal eine Steigerung. Der weltbeste Torhüter jetzt hier. So, schön Robben auf Pisscheck. Und ja, der Innenverteidiger wird Pisscheck ja wohl nicht aufhalten. Oh, Götze. Das war natürlich vorher besser, als ich nicht Götze im zentraloffensiven Mittelfeld hatte, sondern Boateng. Aber Boateng war im Kopfbällen besser, aber in allen anderen ist Götze besser. Und jetzt Robben, Pace, komm schon, oh, schade. Schade, etwas zu fest mit dem Pisscheck, den Ball auf Robben. Oh Mann, wäre ich einfach stehen geblieben. Schade, Gündogan, hat ein paar Tricks hier rausgehauen. Aber gegen Bolli, ne, da machst du gar nichts. Aber gegen Robben machst du natürlich auch gar nichts. Und... Und alter, Götze spielt so Zuckerpässe, aber spielt er ja schon immer. Warum hat er da nicht seinen Trick gemacht hier, der 5-Sterne-Skiller?
schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Gündogan. Oh, Robin. Ey, Ecke, oder? Nein, keine Ecke. Güntheler. Schöne Attacke. Der Ball. Kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das Ball war oder... Oh, komm, zieht nach. Sehr schön, Güntheler. Sehr schön. Schade. Oh nein, und jetzt Bolli, Alter. Aber Schweinsteiger, dank dir, Paul, wurde dieser Angriff verhindert. Richtig cool. Ja, oh mein Gott. Er sagte, es sei ein Abonnent von uns. Überprüft habe ich das natürlich nicht, aber ich glaube ihm da einfach mal. Und ja, 3-1, ja. Wenn wir weiter so machen, dann steht es am Ende 6-2. Das wäre doch ein Ergebnis hier. Ein angemessenes gegen so eine Mannschaft. Die ich mit meiner Bundesliga-Mannschaft natürlich... Och, Robin, setz doch deine Forster-Skills da mal ein. Güntheler, willst du nicht mal lieber auf den Ball zurennen, anstatt von dem Ball... Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän... Ey, ganz im Ernst. Da spielen aber manche noch geilere Pässe als Elia. Wäre das kein Abseits gewesen, ich hätte den Hündler rausgeschmissen. An, dass es den Druck nach vorne erhöhen soll. Aber Vorsicht ist geboten, sie sollten dem Gegner nicht zu viel... Der spielt aber schlechte Laufpässe, muss ich sagen. Also Steilpässe. Okay, das war jetzt auch kein Zuckerball. Aber, na, es ist ja schon ein Tor so passiert. Und das war kein schlechter Ball. Das war sogar ein ziemlich guter Ball von Schweinsteiger. Und die Flanke war natürlich nicht ganz so gut. Und jetzt vielleicht mal Schweinsteiger. Und Robben bringt ihn nochmal rein, aber... Da steht leider keiner. Ja. Ist dann natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Und Dante muss verteidigen und Santana. Tja, da hätte ich da mal einen hohen Ball mit dem Götze gespielt, aber ich habe ja Schweinsteiger, weißt du? Und da hat er den Rensing, stimmt. Hat er da ziemlich gut rausgeholt. Ist sein einziger Goldspieler, Rensing, glaube ich. Das war aber abseits, ja. Sein einziger Goldspieler, sonst hat er nur Silber und einen Bronze, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, wer da so alles bei Fortuna spielt, außer Bolli und Rensing. Alter, Elva! Junge, Elva! Nein, das war hundertprozentig Elva. Balleroberung im Mittelfeld. Alter! Ja, okay, ja. Schön Santana. Entschlossen dazwischen geht. Schweinsteiger am Ball. Mario Götze. Da sollte der Ball eigentlich hundertprozentig nicht hingehen. Gott sei Dank sind seine Spieler auf dem Abseits. Natürlich nicht die Übersicht von anderen Spielern, die ich besitze. Kommt der an? Der kommt an! Leute, der kommt an! Robin! Boah, war das ein Freischuss von Dante! Und Robin versagt an Rensing. In zwei Versuchen. Und Götze versagt mit seinem Trick an Lamberts. Spielt dann aber wieder einen seiner Premium-Bälle. Alter, die sind genau abge... Die sind immer ganz genau. Und Alter, Maletzas, Junge. Premium-Verteidiger. Schade. Denn der kriegt Einwurf. Lewandowski hole ich mir dann bald, dann habe ich ja hinterher einen, nach der Sommerpause nur einen Bayern-Sturm, also, ne, stimmt gar nicht, ich habe noch Reus. Sein, der wechselt auch noch. Jawohl, abgefangen. Dante. Oh, oh! Ja, sowas kann er normalerweise... Ja, Dante, einfach mal die Beine wegziehen von hinten, ne? Läuft, Dante. Einmal angucken, muss sein.
Bam! Hat er denn dazwischen die Beine getreten, oder was? Ja, das war klar und das habe ich gesehen und deswegen habe ich den Götze davor gestellt. Leider den Ball direkt wieder verloren. Aber ich habe ja Schweinsteiger und Scheiß. Ich habe mir den Ball dreimal wiedergeholt und ihn dreimal verloren. Ja. So, da hat auch leider Bulli keine Chance mehr. Was machen die eigentlich im Training? Er kann eigentlich besser flanken. Felipe Santana. Gündogan. Ja, manchmal sind die Pässe noch so ein bisschen bescheuert. Kein Problem für den Gegenspieler. So, aber er spielt doch nicht gut. Der macht gar kein richtiges Aufbauspiel. Das Einzige, was er kann, ist verteidigen. Das kann er wohl. So, siehst du, das habe ich auch schon wieder gesehen. Und jo. Einer der ersten Bälle, die von Neuer nicht ankam. Mit seinem 91 Abstoß. So. Okay, das war nicht schlecht gespielt, aber auch nicht gut. Und Neuer, komm Neuer. Nächstes Mal einfach dahin rennen. So, es gibt Eckball. Alter. Overpowered Corners. Neuer, das war richtig gut, dass du den da auch noch... Das möchte ich mir nochmal angucken, bitte. Bis ich mal wieder richtig scheiße geklärt. Boah! Hat der Reflexe, Alter. Und ja, für Pisscheck will ich mir dann deswegen auch nochmal Lahm holen. Lahm ist natürlich extra klasse. Bester Außenverteidiger auf der Welt. Vor allem kann er ja auch noch im zentral-defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Und wahrscheinlich sogar auch noch im zentralen und zentral-offensiven theoretisch. Weil der macht im Angriff so viel, der macht im Defensiven viel, der macht... Im Mittelfeld! Ja, da macht er beides. Ja, da will ich manchmal zu viel Schnickschnack einfach machen. Und ich wollte euch einfach eigentlich unbedingt mal zeigen, wie das mit dem Robben aussieht, wenn der einfach mal von der Mittellinie abfällt. Jetzt spielt er unten hin. Nein, macht er nicht, der geht alleine durch. Das habe ich nicht gewusst. Wenn der jetzt nochmal zurückkommt, ne, dann tick ich aus. Komm schon, Robben, jetzt nach dem Anstoß. Das habe ich gegen meinen Bruder gemacht. So, zack, ein Trick. Alter! Du kannst mir doch nicht erzählen. Über 92 Pace hat der Typ da. Leute, bitte macht hier nicht den Scheiß nach und baut euch eine reine Pace-Mannschaft. Das ist so kacke. Also, ne, es ist erfolgreich, aber es ist kacke. Es ist noobig. Okay, jetzt mache ich gerade auch nichts anderes, aber ich habe wenigstens auch eine Skiller-Mannschaft und keine... Nein, die sollte doch nach außen kommen. Also, anders kommen. Sowas nennt man saubere Abwehrarbeit. Mann! Ich wollte noch einmal zurückpassen, weil ich mit Pisscheck natürlich nicht drauf schieße. Schweinsteiger stellt sich in den Weg, kann aber auch nicht viel machen, ehrlich gesagt. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Ja, wenn Robben da noch drankommt, dann kaufe ich dem aber einen Positionswechsel. Obwohl der gar keinen nötig hat. Kenia. Das vergaß ich. Der Elia hat einen nötig, aber den kaufe ich ihm eh nicht mehr, weil ich mir bald den Reus kaufe. Das war so ein Traumpass, aber das wäre der reingegangen, das hätte ich mir nicht erzählen können. Gott sei Dank ist Neuer da. Mach weg. Junge! Ja! Mein Gott, ist Pace scheiße! Schön. Elias Spielstag, es war klar. Puh. Weniger Ballbesitz gehabt und trotzdem gewonnen. Puh. Götze ist verletzt. Hört man nicht gerne, Leute. Oberkörper, aber den können wir heilen. Ja, den will eh keiner. Ein Spiel, perfekt. Perfekt. Götze, bist wieder gesund. 85er Bewertung hat meine Mannschaft insgesamt. Richtig Premium. Und dann kann ich euch auch nochmal direkt hier mein neues Hybrid-Team zeigen, an dem ich gerade arbeite. Eine Mischung aus Ligue 1 und Premier League. Das habt ihr nicht gesehen. Cavani, Soldado, Fernandinho, Caballe,
hole ich mir hier übrigens Nasri, Valencia hole ich mir übrigens Nani, Rafael hole ich mir übrigens, weiß ich gar nicht wen, Vidic, Lori, Nkulu hole ich mir übrigens Thiago Silva, keine Ahnung wer, Lukas Digne hole ich mir übrigens, keine Ahnung wen. Wen gibt es denn da Interessantes? Schreibt es in die Kommentare. Alessandrini hole ich mir übrigens auch noch einen anderen. Wen? Genau. Leute, ich muss es ernst nachgucken. Ich kam gerade nicht auf den... Lavezzi, genau. So. Und im Sturm vielleicht noch, wenn ich mal nach einer anderen Aufstellung gucken sollte, noch Falcao eventuell, das heißt, dass ich dann... Ne, zentral off, also so ein Mittelstürmer noch. Moment, wir können ja mal kurz nachgucken. 4-1-2-1 bis jetzt. Nee. Nicht schlecht, ehrlich gesagt. Nicht schlecht. Für 3-2-1 lasse ich einfach mal so. Wird erstmal ähnlich mit der spielen. Und ja, Leute, das war's dann auch schon von der Frage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die wird wahrscheinlich... Oh, was sehen wir da? Ja, cool. Ich habe zweimal Ligo Brasil. Was sehen wir da? Dass wir keinen Vertrag mehr für Löw haben. Und ja, deswegen sehen wir uns mit meiner geilen Mannschaft hier beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, dann spamt doch bitte den Like-Button. Und ja, gebt mir ein Feedback hier, wie euch das Projekt noch gefällt, ob da noch mehr mitmachen sollen. Flori wird, denke ich mal, bald mitmachen. Also